Donnerstag will der CS Grevenmacher zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die erste Europapokalrunde überstehen. Dabei setzen die Luxemburger auf die Hilfe von einigen Spielern aus Trier. Mit dabei Erik Wolf und Michael Fleck. Die beiden Trierer waren schon mit dabei im Hinspiel im isländischen Hafnarfjörður, das für die Luxemburger allerdings mit 2:3 verloren ging, trotz anfänglicher 2:0-Führung der Moselaner. Ja, wir hatten dann waren halt 2:0 sind wir in Führung gegangen gegen Hafnarfjörður, hatten dann leider in der 45. Minute einen unberechtigten Elfmeter gegen uns bekommen, haben dann 2:1 bekommen und haben dann in der zweiten Halbzeit haben sie dann den Druck ziemlich erhöht und haben dann eigentlich verdient halt auch im Endeffekt 3:2 verloren. Und sonst von den Erfahrungen her, 2 Auswärtstore sind ja nicht verkehrt und jetzt müssen wir mal schauen für am Donnerstag. 1:0 oder 2:1 wird ja auch lang, aber es wird natürlich schwierig. Müssen wir mal schauen. Ja, wir haben am Donnerstag unser Rückspiel im UEFA Cup. Leider in Island 3:2 verloren, nach 2:0 Führung. Aber ich denke, dass wir am Donnerstag auf jeden Fall eine reelle Chance haben. Die Strapazen haben die Isländer diesmal und wir versuchen ganz klar auf Sieg zu spielen. Ali und Tobias konnten leider nicht mitfahren. Wir sind ganz froh, dass wir die Jungs wieder zurück haben. Und wäre schön, wenn ich jetzt Sieg schießen würde. Mit einem 1:0 im Rückspiel am Donnerstag hätte die Mannschaft aus Grevenmacher die erste Hürde genommen. Im Rückspiel rechnet sich Wolf einiges gegen den isländischen Pokalsieger aus. Schade sei dabei, dass Grevenmacher nicht im heimischen Stade op Flor spielen darf. Dort stehen nicht die von der UEFA geforderten 1000 Sitzplätze zur Verfügung. Deshalb wurde das Spiel ins Hauptstadtstadion Jozy Bártél verlegt. Anstoß ist um 20 Uhr. Der Club Sportiv Grevenmacher ist in diesem Jahrtausend zwar, europäisch gesehen, der erfolgreichste Club an der Mosel. Mit 6 UEFA- und UI-Cup-Teilnahmen seit 2000, dazu der Champions-League-Qualifikation als luxemburgischer Doublesieger 2003. Da kann der FC Metz so wenig mithalten wie Eintracht Trier oder die TuS Koblenz. Aber mehr als die erste Qualifikationsrunde war bisher nie drin.